Ich starte jetzt da mal anders ein. Das heißt, es dürfte klar sein, dass ich es nur den Geist erkläre, der mich jetzt sprechen hört, der sich den Udo ausdenkt. Das kann man so genau machen. Du musst dir nur bewusst machen, Kat, was ist jetzt eigentlich da? Wir reden von dem, was 100% sicher ist. Was du erlebst, hängt davon ab, wer du zurzeit zu sein glaubst. Das heißt, welche Rolle du spielst. Das ist verbunden mit einem ganz bestimmten Intellekt. Ich nenne das auch einen Schwamminhalt, den du dir nicht raussuchen konntest. Ich bin jetzt einmal bemüht, nicht immer wieder dieselben Sachen zu sagen, zu wiederholen, obwohl das sehr wichtig ist. Das heißt, du hast jetzt zwei Pixelmännchen vor dir, den Udo, und das andere nennen wir einfach mal die Helga. Die Helga ist jetzt gedacht, in ihrem Traum verantwortlich gewesen hier für die vielen Vorträge. Die hat sehr viele Vorträge organisiert aus einem Trieb, aus einer Berufung heraus. Und jetzt liegt sie 4 Wochen mit Corona flach. Jetzt ist sie wieder einigermaßen auf den Beinen. Ich mache jetzt eine raumzeitliche Geschichte. Du musst jeden Moment dir bewusst machen, du hörst jetzt Worte und du wirst in Maßsetzung deiner Logik Vorstellungen in dir aufbauen. Wir wollen in einem Bereich bleiben, dass alles, was ich jetzt erkläre, von dir als 100% sicher erkannt wird, aber das wiederum hängt von dem Interpretationssystem der Worte ab. Das heißt, das Erste, was ich jetzt einmal darauf hinweise, solange du dich auf Massenmedien verlässt, gehst du in die Irre. Sie lügen, das ist nur so kracht, das ist offensichtlich. Solange du dich auf Querdenkerseiten verlässt, gehst du in die Irre. Mach dir bitte nochmal klar, bei Holophilien geht es nicht darum, was richtig und verkehrt ist. Tausendfach erwähne ich das und es wird immer vergessen. Es wird ständig vergessen. Ich sage, schau, mach dir zuerst einmal bewusst, was dein momentaner Intellekt, den du zum Denken benutzt, bei mehreren Meinungen, was dieser Intellekt dir suggeriert, was die richtige Meinung ist. Und sobald du als beobachtender Geist vollkommen wertfrei erkennst, dass dich deine Logik, dein Intellekt in eine Einseitigkeit zwingt, die durchaus dann auch richtig ist, es wird dir alles richtig erscheinen, aber zwangsläufig werden sehr viele Meinungen im Widerspruch stehen, wo du hundertprozentig sicher dich wähnst, in dem Wahn wähnst, dass das falsch oder verkehrt ist. Ich kriege zum Beispiel einen Anruf, ich rede jetzt einmal raumzeitlich, Telefonhörerstimme für mich. Ja, und Udo, ich höre von morgens bis abends Selbstgespräche. Und ich bin zurzeit so traurig, weil so viele Menschen von mir abfallen. Ich sage, dann hast du das nicht verstanden. Was sind die Menschen jetzt? Ich sage, du wirst irgendwann einmal begreifen, dass das Einzige, was ewig ist, ist der Geist, der das Leben erlebt. Der träumende Geist ist der Einzige, der sich nicht verändert. Solange du das immer hörst, ich bin ein träumender Geist, das nützt dir nichts. Es muss zu einer absoluten Gewissheit geworden sein, Gewort. Dieser doppelt aufgespannte Ort ist eine Welt der Gedankenwellen. Und da rot gelesen ist es der Punkt, der absolute Mittelpunkt, der sich nicht verändert. Das ist hundertprozentig sicher und ich mache das auf einen ganz einfachen Satz. Das besteht darin, dass immer wieder, wenn ich wiederhole, an was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Dann denkst du an dich als Affe. Du kannst dann deinen Körpergefühl materialisieren, das haben wir tausendfach durchgespielt. Aber was verändert es an dem Geist, der das jetzige Leben durchlebt? Ich sage immer wieder, das ist wie ein Leser, der ein Buch liest, der ist am Ende des Buches immer noch derselbe Leser wie am Anfang. In dem Moment ist er natürlich auch wieder was Ausgedachtes. Der Leser existiert nämlich nur, wenn du an den Leser denkst. Das gilt übrigens auch dann, wenn du jetzt bewusst ausgedacht einen spannenden Roman in die Hand nimmst und du fällst in diese Geschichte rein. Dann wirst du nur zu einem Kino, du bist ein Geist und du erlebst eine Geschichte so, wie wenn du einen Film anschaust. Aber über lange Strecken existiert dieser Körper nicht, der umblättert und in das Buch reinschaut. Der existiert nämlich auch erst, wenn du dran denkst. Das ist hundertprozentig sicher. Und solange das Ego in dir so mächtig ist, das Tier, das das nicht wahrhaben will, es nützt nichts, wenn ich sage, ich höre doch immer Ohrenbarungen, ich hab's doch verstanden. Ich sage, nein, du hast es begriffen. Das heißt, es erscheint dir mittlerweile logisch, was ich dir sage. Es ist aber wie in einem Computer, du bist der Computer nicht installiert. Du hast es auf der Festplatte, du hast es gehört, du hast es gelesen, aber es wirkt noch nicht in dir. Und jetzt machen wir mal die zwei, Helga, lass mich ganz kurz den Vorweg, dann gehen wir auf deine Geschichte ein. Wir machen zuerst einmal dein großes Problem und da will ich jetzt keine Videos herholen.
Du wirst feststellen, ich habe diesen Begriff benutzt, du bist ein stochastisches Trüffelschwein. Auch hier gehe ich hunderte Male drauf ein, Neo-Apokalypse lesen zum Beispiel oder dann allen voran die Physik im Nullpunkt Gottes, wo ich diesen stochastisches Denken, dieses zielgerichtete Denken, und ich sage dir jetzt eine kleine Gemeinheit von Gott, ich treibe einen Schabernack mit dir. Wenn du in dein Internet gehst und immer setzt dir zuerst einmal, mach dir bewusst einfach, du denkst jetzt, ich träume jetzt. Gut, du empfindest dich jetzt als normaler Mensch, wenn du um dich rumschaust, du kannst deine Hände anschauen, du kannst an deine Beine denken. Wo waren die jetzt übrigens die ganze Zeit, solange du jetzt zugehört hast? Die haben nicht existiert. Das heißt, und jetzt immer wieder, ich sage das nicht aus Ernst, aus, es ist reine Liebe, ich weise dich darauf hin, du wirst bis in alle Ewigkeit leiden. Du wirst nicht wach werden, wenn du dir das nicht bewusst machst, was du selbst bist. Und es wird niemals irgendein Mensch, den du dir ausdenkst, das erkennen können. Geist kann nur von Geist verstanden werden. Und deine Menschheit, nicht einer weiß, was Geist ist. Es kann ein Gedanke von dir nichts wissen. Etwas Existierendes, die Antagonisten in deinem Traum sind vergängliche Erscheinungen. Und ich will die auch nicht verändern. Ich mache nochmal die Metapher, du schreibst einen Roman. Dann entwirfst du Charaktere, egal ob das eine Liebesgeschichte ist, ob das ein Drama ist, es ist vollkommen gleichgültig. Du entwirfst Charaktere und dann gehst du durch und wenn diese Geschichte, die du dir jetzt ausdenkst, stimmig ist mit diesen Charakteren, die du entwirfst, hast du überhaupt noch mal das Bedürfnis, diese Charaktere zu verändern. Die brauchen wir für die Geschichte, die Guten wie die Bösen. So, und jetzt denkst du einfach dir mal Gott aus, der die Welt erschaffen hat, der Tiere erschaffen hat. Auch Trockennasenaffen mit verschiedenen Charakteren. Wenn du jetzt zurückgehst, ich mache immer wieder in Anführungszeichen all die Selbstgespräche in Almenau, wo alles erwähnt wird, auch hier diese Corona-Krise, ohne diese Corona zu nennen. Es ist noch nie was anders gewesen. Ich komme gleich drauf, was du machst mit deinem Fokus in den Massenmedien. Meinst du, Gott hat das Bedürfnis, die Tiere, die er erschaffen hat, anders haben zu wollen, wie er sie erschaffen hätte? Dann hätte ich sie anders erschaffen. Meine Standardbeispiele früher waren immer wieder, ich habe nicht das geringste des Bedürfnis zu wollen, dass ein Regenwurm fliegen kann. Ich will auch nicht, dass ein Löwe kein Fleisch mehr frisst. Dazu habe ich Kühe erschaffen. Das sind Grasfresser, Pflanzenfresser. Und genauso ist es mit den Charakteren und du spielst zurzeit eine Rolle. Und was mit Holofeeling kommt, dass du auf eine höhere geistige Ebene kommst. Und solange du versuchst, deinen Trockennasen auf dem Körper am Leben zu erhalten, hältst du dein Gefängnis am Leben, in das du dich einsperrst. Das, und ich wiederhole immer wieder, dass ich ja vom Säugling bis zum Greis in deiner aufgespannten, vorgestellten Geschichte, jetzt denkst du dir an die Vergangenheit, ich war mal der Säugling und ich war alt werden und dann bin ich alt und dann löse ich mich auf. Ich. Der Körper, den du denkst, der löst sich schon auf, wenn du nicht an ihn denkst. Das ist hundertprozentig sicher. Der Bruch des zweiten Gebotes, mach dir kein Bild von dir selbst. Erstes Gebot, du bist Geist von meinem Geist. Zweites Gebot, mach dir kein Bild von irgendetwas da oben am Himmel. Und jetzt sage ich nochmal, ob du Christ bist oder ob du Jude bist oder ob du ein Moslem bist. Wenn du religiös bist, im wirklichen Sinne, dann hältst du diese Gebote auch für Moslems. Sind die 5 Bücher Moses und die Gebote darin absolut geltendes Recht, kannst du im Koran noch lesen. Die Schwierigkeit ist, in deiner Traumwelt gibt es zurzeit nur eine einzige Weltreligion und das ist Materialismus pur, das ist Kapitalismus, das ist das todbringende Verbrechen. Das ist unbewusstes chronologisches Denken. Das heißt, frag dich doch einfach, glaube ich, schau in dich rein, was du glaubst, bin ich ein sterbliches Säugetier oder bin ich ein träumender Geist? Nee, das glaube ich nicht. Aber Udo, es gibt ja auch eine ganz andere Seite. Ich bin vom Leben mit Krankheit sehr verschont gewesen. Ich habe an Krankheit eigentlich so gut wie gar nichts gehabt. Und ich habe immer gesagt, einseitig gesprochen, Erkältung, sowas kenne ich alles gar nicht. Und jetzt durfte ich es erkennen und dafür bin ich unglaublich dankbar. Pass auf, beide Seiten. Unterstreiche jetzt, was du sagst. Jedes Leben ist ein eigenständiges ja. Leben. Und du musst es in das Gleichgewicht bringen. Ja. Ich sage, selig die, die jetzt krank sind. Ja. Weil die können sich auf die Gesundheit freuen, solange ja. ich chronologisch denke. Aber wehe die, denen jetzt gut geht und die lange von vielen verschont gewesen sind, die werden das nachholen müssen. Wenn du nur im Plusbereich bist,
wirst du das ausgleichen müssen, um in die Heiligkeit zu kommen. Wenn du nur viel Minus hattest, arm und krank und darben, wirst du ein Plus bekommen, um das auszugleichen. Aber das ist genauso vergänglich wie das Minus, bis du das Prinzip verstanden hast, was du selbst bist. Und dann ist auch das Leid weg. Aber lass mich ganz kurz nochmal, mir geht es jetzt darum, wenn du dich orientierst, ich muss zurückkommen zu dem Stochasmus, die Stochastik selber. Du bist ein stochastisches Trüffelschwein. Ich sage dir jetzt, wie dieses Programm ausgerichtet ist. Du träumst jetzt, wenn du deine Medien aufmachst, und ich bleibe jetzt einfach mal bei dem Internet, wo mir sagen, das ist Gott. Das ist alles Wissen überhaupt. Wenn du träumst und dich jetzt als Avatar an den Computer hinsetzt und ins Internet gehst, muss dir klar sein, da kommt nichts von da außen. Ich halte zuerst einmal das zweite Gebot. Ich mache mir kein Bild mehr von irgendwas da drüben im Himmel oder da drunten auf der Erde. Das steht nämlich wirklich im zweiten Gebot an zwei Stellen in der Tora. Das findest du in Kapitel 20 im Exodus, im zweiten Buch, und im Kapitel 5 im fünften Buch. Fast gleich, aber noch, da bin ich oft drauf eingegangen, man muss bloß Selbstgespräche. Und das ist natürlich unheimlich viel, aber das braucht man gar nicht. Ich sage, es geht hier nicht um intellektuelles Wissen. Die wesentlichen Aussagen kann jeder 13-Jährige überprüfen. Und jetzt diese Stochastik sieht das so aus. Du musst dir bewusst machen, was du glaubst und was du haben willst. Und du wirst feststellen, du wirst eine Einseitigkeit intronisieren. Das ist, um jetzt nochmal, dieses Corona ist unheimlich wichtig. Es leugnet ja keiner Corona. Es ist schon, die Massenmedien schreiben, sprechen, laufen von Corona-Lügner. Kein einziger leugnet Corona. Es geht um Impfung oder Nicht-Impfung und um Freiheit. Und um den Glauben, ob der Impfstoff mir in irgendeiner Art und Weise hilft. Und jetzt kommt das stochastische Denken. Wenn du was glauben willst, bitte lass es auf dich wirken. Wenn du, Geist, was glauben willst, werde ich, wenn du ins Internet gehst, dir zwanghaft aufgrund deines Glaubens, dir deinen Glauben erfüllen, und du wirst immer mehr Beweise dafür bekommen, dass die Seite, die du als richtig ansiehst, die du intronisieren willst, diese eine Seite, wirst du immer mehr Internetseiten in dir auftauchen, die dir eindeutig offensichtlich beweisen, dass deine Meinung richtig ist. Und du ignorierst vollkommen die anderen Seiten. Weil das ist ja logisch, die sind ja verkehrt. Wenn du was nicht glauben willst, werde ich dir immer mehr Seiten auftauchen lassen, wo du den Beweis dafür kriegst, dass das nicht stimmt. Und jetzt haben wir dieses einfache Beispiel, und ich mache das nochmal mit der Tasse. Wenn ich jetzt behaupte, das ging, und jetzt bitte denk sehr einfach, es ist eine Vereinfachung von einer Vereinfachung, wenn ich behaupte, das Ding hat einen Hänge, und wir diskutieren jetzt, und du sagst, das stimmt nicht, ich bin blind, ich bilde mir was ein, ich bin ein Fantast. Das ist zum Beispiel, ich bin jetzt ein Corona-Befürworter im klassischen Sinn und ich weiß, es gibt Viren. Dann sagst du, das ist ein Blödsinn, geh doch in die Bücher rein, die Viren sind so unvorstellbar klein, die menschliche DNA, dass du die nicht einmal in einem Elektronenrastermikroskop siehst. Mittlerweile gibt es, denke ich mir jetzt aus, habe ich aus das Internet, es gibt Elektronenrastermikroskope, die gehen in den Bereich, ich habe in einem der vorhergehenden Updates, habe ich dann Fotos reingestellt, das ist wie eine Kinderstrichzeichnung. Diese Viren, die du dann so in Hochglanz und in Farbe siehst mit der Oberfläche, das ist ein reines Fantasieprodukt, eine Computeranimation. Die Frage stellt sich für mich nicht mehr. Nein, das weiß ich. Es geht jetzt nicht um die Helga. Es wäre traurig, wenn jetzt der Intellekt der Helga noch auf dieser Ebene hängen würde. Ich denke aber, wenn mehr, dass jetzt dieses Video, denke ich mir, schaut immer nur ein allereinziger Geist auf. Es gibt nur einen Geist. Ich bin der vom Bücherregal, und sobald du ein Leben durchlebst, reduzierst du dich auf den Intellekt, den du zum Denken benutzt. Und dieser Intellekt, egal wer du jetzt zu sein glaubst, wenn du das Video anhörst, machst du aus diesen Worten Vorstellungen und du wirst zwanghaft, absolut zwanghaft, wirst du diese Worte interpretieren. Ob du willst oder nicht. Ich springe jetzt dann gleich einmal rein, wir gehen das nochmal an. Aber lass das machen. Bloß sag mal noch was zum Virus. Lass den Virus, bitte, Helga. Nein, lass ich will dir was anderes sagen. Ich habe weder einen Arzt, ich habe immer, immer deine Führung über den Geist, immer gespart, bei keinem Arzt, ich habe weder geimpft. Die Selbstheilung ist das große Sache. Das war so eine tolle Erfahrung für mich. Ich bringe das alles auf den Punkt, Helga. Lass mir ganz kurz, das ist die Sache, dass ein Corona-Gegner sagt, diese Viren gibt es nicht, die sind ein Hirngespinst. Ich behaupte, den Henkel gibt es. Und dann ist das, was du siehst, wenn du jetzt ein Corona-Gegner bist, komplett, bin ich blöd, weil ich Sachen sehe, die du nicht siehst.
Aber umgekehrt genauso. Ja. Wenn du dich da reinsteigerst, zuerst einmal, es gibt einen in deiner Gedankenwelt die Möglichkeit, dir einen Makrokosmos vorzustellen, einen Mikrokosmos vorzustellen und einen Mesokosmos. Der Makrokosmos ist die Welt des Großen, des Universums, des Ineinsgekehrte. All das, was dir Wissenschaftler erzählen über den Makrokosmos, ist geistlos nachgeäfftes Wissen. Die Sachen, die du dir mit dieser naturwissenschaftlichen Vorstellung eines Makrokosmos, ich sage immer nur, zeig's mir, dann werde ich dir beweisen, dass du mir letztendlich immer nur logische Konstrukte zeigst. Und wenn du, ich sage jetzt, du bist ein Computer, du wirst nur das auf deinem Bildschirm auftauchen lassen können. Und da geht es in erster Linie, es ist eine reine Gedankenwelt. Und das, was du in dem Mesokosmos sichtbar machen kannst, dann glotzt du auf einen Computerbildschirm. Aber die Bilder, die dort auftauchen, bauen auf einer Logik, auf einem Programm, auf einem Wissen auf, das auf deinem Schwamm drauf ist. Das, ich sage immer, dass man gar nicht entdecken kann. Es kann keine Wassermoleküle entdecken, weil die, was du jetzt im klassischen Sinne entdecken kannst als Trockennasenaffe, ist nur das, was auf deinem Mesokosmos, sprich auf deiner Vorabrillenerscheinung tritt. Jetzt muss man natürlich die Kausalität umdrehen. Das ist sehr wichtig. Was ist zuerst da? Eine Welt da außen oder ein Intellekt, der sich eine Welt ausdenkt? Kann ein Computer Bilder machen, wenn kein Programm da ist? Diese Hierarchie sage ich vorm Spiegel und hinterm Spiegel. Es ist nicht so, dass der vorm Spiegel lächelt und danach zeitlich versetzt der hinterm Spiegel setzt, lächelt. Das Erste ist, dass das vor und hinterm Spiegel, unsere Kamera obscura, zuerst einmal immer jetzt ist, gleichzeitig. Egal, was der vorm Spiegel macht, macht der hinterm Spiegel. Wir haben eine Hierarchie. Das ist die Hierarchie von Subjekt und Objekt. Das heißt, das, was hinterm im Spiegel in Erscheinung tritt, ist das, was vorm Spiegel passiert. Der vorm Spiegel bestimmt, ob hinterm Spiegel gelächelt wird oder nicht. So, jetzt haben wir aber ein Problem. Das ist eine materialistische Sichtweise, weil es gibt ja nur diesen Kopf des Schöpfergottes. Es heißt, was der sich hindern, im Spiegel, was er sich in seinem Kopf denkt, stellt er sich vor, denkt er sich aus. Jetzt drehen wir das auf den Kopf. Das ist mein Klingelingeling-Beispiel. Und was das Wissen anbelangt, es ist schlichtweg und einfach, wir gehen einfach mal mit Blättern in einer Zeitgeschichte zurück. Dir muss klar sein, das, was in deinem Kopf rumspuckt. Zum Beispiel AIDS, wir lassen AIDS auftauchen. Weißt du, wie lange AIDS in deinem Kopf gewesen wäre, wenn nur so eine kleine Anzeige gewesen wäre, dann wäre es wieder weg gewesen? Solange, wie du dran denkst. Das sowieso, aber wir bleiben mal jetzt in der normalen chronologischen Sichtweise. In dem Moment, wo aus deinen Massenmedien, wo du dich zusetzt, die klassischen Medien und basieren von dem Buch Esther. Medien, das sind deine Verlagslandschaften, irgendeine Art, ob Fernsehen, ob Bücher, ob Zeitungen. Und basieren, basier heißt durch dich, wird das verwirklicht. Das sind deine Informationsquellen, glaubst du, die kommen von außen. Egal, was hier in Medien gebracht wird, ist das Gespräch der Masse. Das ist das, was ist. Und in dem Moment, wo die Medien das nicht mehr berichten und das Thema wechseln, ich sage nur, Wexer Doc, du solltest dir den Film anschauen. Es ist geistlos, die Menschen, die Antagonisten in deinem Traum, das wirst du irgendwann einmal erkennen müssen, sind geistlose Zombies. Ja, das ist so. Und der du zu sein glaubst, ist keine Ausnahme. Ja. Jeder, der demonstrieren geht, ist hundertprozentig im Recht, glaubt er zumindest. Nee, alles, was einseitig ist, alles, was im Widerspruch der anderen Seite steht, ist nur eine Spiegelung. Und umso mehr du gegen was ankämpfst, kriegst du den Druck. Das ist das große Spiel. Und ich will jetzt ganz kurz, wie trügerisch das ist, ohne einzuspielen. Wenn du jetzt hier zum Beispiel, du wirst hier zugemacht, du kannst öffentlich-rechtliche gar nicht mehr einmachen, lasst euch impfen. Wenn du das als richtig ansiehst, wird dir ganz massiv die Gegenseite als verkehrt erscheinen. Wenn du die andere Seite anschießt, dann kriegst du so viele Beweise von mir, von Ärzten, von seriösen Sachen. Was ist seriös? Das ist egal was, das ganze Geschwubbel, was du hast, du hängst in einer extremen Entheiligung durch Einseitigkeit. Und es ist natürlich sehr trügerisch, wenn ich jetzt, ich könnte es jetzt hersuchen im Internet, kannst du selber machen, wenn hier Chefärzte auftauchen, dass das so schlimm ist auf den Corona-Stationen. Dass du so unendlich, du hast deine eigene Traumwelt, du verwirklichst, du realisierst das, was du glaubst auf deiner Vorabrille. Da außen gibt es keine Welt. Überwinde das materialistisch-religiöse Weltbild, weil das religiöse Weltbild auch materialistisch ist. Es gibt nur eine Weltreligion, egal ob du dich als Christ wähnst, ich kann es nicht oft genug sagen, oder als Moslem, oder
als Jude, die Masse der Juden und Christen und Moslems, die du dir jetzt ausdenkst, für die dieselben göttlichen Gebote beginnen. Unter anderem macht ihr kein Bit von irgendwas da drüben im Himmel oder da drunten auf der Erde. Die glauben, sie sind Säugetiere, sie wurden in der Vergangenheit geboren und sie sind sterblich. Und die Tests, die du hast, findest du alle in dieser heiligen Schrift, wenn man sie richtig übersetzt. Und du lebst zurzeit in Sodom und Gomorra und wenn du weiter wächst, wenn du wach wirst, wach und wachsen und wach werden, dann kommst du aus dem vom Säugling bis zum Kreis Affen heraus und du wirst wach. Und dann bist du der träumende Geist, der du ja schon immer bist. Du hast es bloß vergessen, weil du dich massiv mit deinem Körper verwechselst. Wir machen hier kein esoterisches oder religiöses Geschwätz. Ich rede von einer Schöpfungsmatrix. Das ist eigentlich Naturwissenschaft, göttliche Naturwissenschaft, Nader, Natur ist das Losgemachte. Wo kommt das, was in dir auftaucht, eigentlich her? Und es wird niemals etwas Existierendes überleben. Es ist das Überleben für einen Moment. Aber jeder Gedanke, den du denkst, wird mit dem nächsten zerstört. Diese einfache Aussage ist hundertprozentig sicher. Was sich dabei nicht verändert, ist der, der seine ständig wechselnden Informationen anschaut. Wir haben hier diese große Überlegung, das ist nur dich, ich kann nur den Geist wach machen, der jetzt träumt. Und wenn das jetzt wieder Angst in dir macht, dass du geliebte Menschen veränderst, nehmen wir doch einfach mal, wir denken uns jetzt eine Helga aus und eine Nele aus. Das ist Oma und Enkelin. Du kennst die Gespräche, wo ich mit der Nele geführt habe. Ich habe nie ein Gespräch mit der Nele geführt. Nee, das ist klar. Ich habe immer nur ein Gespräch mit dir selber geführt. Ja. Das hängt jetzt davon ab, wer du zu sein glaubst. Und es ist natürlich, wenn ich jetzt hier Chefärzte sitzen habe, auf einem HD-Monitor im Fernsehen, das ist ja, die Männchen sind ja alle so echt und in mir ist ja so tief der Glaube, dass die da außen sind und da außen mit einer Kamera aufgenommen wurden. Du begreifst gar nicht, dass die Vergangenheit, die du jetzt denkst, von dir hier und jetzt in deinem Kopf als ein Gedanke, als eine Vorstellung, diese Vorstellung passiert schon, wenn es in dir eine Information ist, weil wir haben einen absoluten Mittelpunkt, den wir uns jetzt natürlich wieder ausdenken, der aber als Ding an sich nie in Erscheinung treten kann. Das ist, da bin ich so oft drauf eingegangen. Das kann jeder 13-Jährige verstehen, was dir im Weg steht, ist dein extremer Intellekt, dein Ego, dein Recht haben wollen, deine Angst. All das treibt dich in den Wahnsinn, in dem du zurzeit lebst. Und dann haben wir hier diese Chefärzte, das in den Medien und du kriegst immer und Impfung, das ist ja alles so gut. Und umso mehr eine Seite als richtig definiert wird, wächst auch die andere Seite. Umso mehr Tiefe da, es ist Höhe da. Ich erkläre das immer wieder. Es gibt das eine ohne das andere nicht. Mein Kegel, KGL, ein Kegel hat zwei Grundseiten, Kreis und Dreieck. Und wenn der Kegel größer wird, wird das Kreis und der Dreieck größer. Aber dir fällt diese höhere Dimension in der Wahrnehmung. Und ich rede jetzt nicht in deiner Vorstellung von Dimensionen. Dimensio heißt zuerst einmal Mens. Da ist auch interessanter, ist das Denken mit drin. Die Öffnung deines Intellekts erzeugt Denken. Mens. Und jetzt kommt natürlich unsere Vatersprache und du glaubst, das ist alles in deinem Gehirn. Wenn du jetzt ein göttlicher Engel geworden bist, wirst du auch englisch verstehen. Und jetzt pass auf, das Gehirn im Englischen ist das Brain. Und dann haben wir, da haben wir zuerst B-R-A-I-N. Dann machen wir dazu. Ich hoffe, ich soll dann, dieses Brain, habe ich so oft gesagt, das kann ich jetzt unterschiedlich laufen lassen. Da habe ich zuerst einmal im Rai, im Kopf des Schöpfergottes ist eine Existenz. Das ist das Brain. Ich kann auch B-R-A-I-N lesen, dann heißt es hebraisiert, das Äußere ist nicht existierend. Was nicht heißt, dass es deswegen nicht da ist. Aber jetzt müssen wir zuerst wissen, von was für einer Art von Existenz rede ich. Rede ich von was Existierendes? Nochmal, existere heißt heraustreten, aus- und auftauchen. In dem Moment, wo ich was denke, existiert es doch, aber nur in meinem roten Kopf. Und in dem Moment, wo in meinem roten Kopf was existiert, kann ich das zusätzlich mir noch ausdenken, gedanklich um mich herum in Raum und Zeit verstreuen. Ich kann einen Gedanken, der für mich erst existiert, wenn ich ihn wahrnehme, dann ist aber eine Information. Diese Information kann ich jetzt rein gedanklich mir woanders, räumlich oder zeitlich woanders hindenken. Es ändert aber nichts dran, dass die trotzdem bloß hier und jetzt ist. Das ist das, wo die Welt des Wahns beginnt. Und jetzt habe ich auf der einen Seite die Massenmedien und jetzt schalte ich ganz, ganz kurz einmal hier das Bild um. Das war jetzt so eine Kleinigkeit. Inwieweit oder was seriös ist, bestimmst du. Was richtig ist, was wertvoll ist, wird einzig und allein von dir selbst bestimmt, von keinem anderen.
Aber wenn du dir jetzt bewusst machst, was jetzt da ist, wir springen da mal ganz kurz rein. Das sind jetzt zum Beispiel, wenn du suchst auf Verschwörungstheoretiker-Seiten, hör dir doch sowas einmal an, hol dir diese Seite her. Da könnte man eigentlich ganz kurz reinspringen. Ich gehe mal davon aus, es wird nicht geschehen. Da habe ich schon jetzt, reingehört in die Seite. Dann lassen wir das. Es ist sehr interessant. Machen wir das ohne. Wenn du reinhörst, sind das Schwuppler oder was? Sind das Wahnsinnige? Und du wirst jetzt, wenn du ein stochastisches Trüffelschwein bist, wenn du in diese Richtung gehst, wirst du immer mehr Ärzte, hochseriöse, hochqualifizierte Mediziner finden, die dir ganz klar machen, dass das für eine Lüge und Manipulation in den Massenmedien ist. Ja, ich habe es mir angehört. Ich sage jetzt, das ist jetzt die Seite ohne Henkel. Ja. Du kannst aber dir dann auch hier wieder Chefärzte vom Nürnberger Klinikum und wir sind so überlastet und wir wissen gar nicht mehr, wohin wir denn. Die sehen genauso echt aus für dich. Da ist Cut, was ist jetzt da? Das ist die andere Seite. Und jetzt kommt ein Problem, dass du die Hans-Geschichte in Ich bin noch nicht verstanden hast. Dass du von verschiedenen Möglichkeiten, ist der Henkel rechts oder links oder in der Mitte, du willst nur eine einzige gelten lassen und intronisieren. Dann haben wir das hier, den Skandal, da bin ich reingefahren. Und das kannst du dann durchfahren, das sind Pixelbilder, ich sage ganz einfach Pixelbilder. Wenn du schon materialistisch bist, es ist das nicht wert, auch das überhaupt, das wird runtergeschwiegen ohne Ende. Solange du noch glaubst, da ist eine Welt, die Welt steht Kopf, die brennt, das ist Sodom und Gomorra. Und jetzt ist nicht, dass die mehr Recht haben wie die anderen. Wir haben nur zwei Parteien, die waren beide von dir ausgedacht. Das ist das, was hundertprozentig stimmt. Schau einfach, was jetzt da ist. Es gibt bloß dich und deine momentane Information. Das ist Holo-Feeling. Das bietet dir keine Religion, kein Glaube, keine Esoterik und schon gar nicht irgendein materialistisches Weltbild. Wir reden von dem, was hundertprozentig sicher ist. Und jetzt komm, du hast dein Leben. Und dann wirst du den Ausgleich, wo ich habe, mich krank machen oder nicht krank machen. Es ist definitiv so, dass wenn hier Corona nicht erwähnt würde in den Massenmedien, wenn du jetzt die offiziellen Zahlen, und ich kann ja offiziell positiv und negativ lesen, das ist jetzt hier, ich habe heute Morgen einen kleinen Einsatz, das werde ich eventuell an das Selbstgespräch dranhängen, schau, in unseren Sprachchat heute reingestellt. Da können wir jetzt ganz kurz reinschauen. Wir alle sind immer ein einziger Geist. Ja. Und diese so ist zwei in eins. Da muss man jetzt natürlich die Vatersprache ein bisschen wissen. Wir alle ist rot gelesen, wenn das richtig gesetzt ist. Das heißt, wir sind nichts, wir sind Gott. Und das sind in uns sind Sinusöffnungen. Nochmal, das lateinische Sinn heißt immer ein Vorher und ein Nachher. Wie unser und die öffnen sich in vier Phasen des Einheitskreises. Der Sinus entspringt aus vier Phasen des Einheitskreises. Ich mache etwas Physik mit dazu. Und das ist im Meer, El Hayom, das ist dieser absolute Mittelpunkt. Ein einziger Geist. Wir sind Ain auf Hebräisch, heißt nicht existierende Geburt des göttlichen Geistes, ist ein Erwachen von Geist. Aber dieser reine Zustand des Erwachens ist noch keine Information. Da brauchen wir dann Gedankenwellen dazu. Sinusöffnungen. Und diese ist zwei in eins. Die Geburt von einem verbundenen Schöpfergott. Das ist JCA und ICA, so nenne ich das. Das ist E-Quadrat in der Physik. Okay? Und dieses göttliche Sein ist ein nicht existierendes Bewusstsein. Und diese zwei in eins bin ich und du, Vater und Sohn, Ab und Ben, Ube und Adam. Okay, du bist dabei? Ja. Ein Adam, ein nicht existierender Gottessohn, ist Seger Venikova, der ist männlich und weiblich, das heißt eigentlich Denker und Ausgedachtes, kann einschlafen und träumen, das kann nur ein Adam. In dem Moment, wo du träumst, die Traumwelt und das Programm, das die Traumwelt aufschmeißt, das ist der Intellekt, den du zum Denken benutzt und der, die diesen ständigen Wechsel mit Reaktionen und Interpretationen, diese ständige Veränderung in dir selber, im Hier und Jetzt, die 200 Gramm rote Knete, die sich umformt, der Jozer, der Former ist das, was man die Frau nennt. Inklusive dann die Welt, die aus dem Programm entspringt.
Der Adam ist eigentlich der Computer, der seine eigenen Informationen anschaut, die er mit seinem Intellekt erzeugt, den er zum Denken benutzt und alles, was ihm unlogisch erscheint, bekämpft er. Das ist das Problem, wo du dich in Stücke reißt. Ein Adam kann einschlafen und träumen und aufwachen. Nur der Adam kann aufwachen. Ich kann nur den Geist wach machen, der träumt und seine ständig wechselnden Informationen anschaut, die er letzten Endes mit seinem Wissen glauben, nenne ich das in den Alten, zu wissen, etwas zu glauben zu wissen, GLAUB, die Schöpfung in deiner eigenen Beschwörungen. Ein Enosch, das hebräische Wort für sterblicher Mensch, unheilbar, krank, gefährlich, böse. Das heißt, ein sterblicher Mensch kann nur, das ist Flackern, die Existenz von aufgespannten Berechnungen, die ständig deine Information verändern, personifiziert als Mann oder Frau existieren. Solange du sagst, ich bin ein Männchen oder ein Weibchen, machst du dich schon zu einem Gedanken von dir selbst. Das ist hundertprozentig sicher. Und dieser männliche oder weibliche Körper existieren in deinem Kopf auch nur, wenn du ihn denkst. Das ist hundertprozentig sicher. Das heißt nur als Mann oder Frau. Aufstehen, einschlafen, aufstehen, einschlafen, aufstehen, einschlafen. Und täglich grüßt das mal mit dir. Ist das nicht schrecklich? Shin-er. Das sind deine logischen Berechnungen in einem Eck, die erzeugt das Licht deines Ich, dieses flackernde Licht in deinem Kopf. Das ist eigentlich dann auf der Farbbrille, sind das die kleinen Zäpfchen auf deiner Farbbrille, was du jetzt auf dem Monitor Rot-Grün-Blau-Zäpfchen nennst. Das erzeugt die Illusion einer Realität, einer sinnlich wahrgenommenen Realität. Das heißt, der Monitor, den du jetzt vor dir siehst, in einer gewissen Entfernung vor dir stehend siehst, ist jetzt hundertprozentig sicher deine sinnlich wahrgenommene Information, auf unserer symbolischen, auf den Augen, das ist deine Farbbrille, wenn ich das immer so ausdrücke. Diese Welt, das heißt dieser Darktraum, jetzt muss man wissen, diese und Darktraum im Hebräischen ist schlicht, verkehrt, wollte ich jetzt gar nicht. Drum heißt dieses Hasa, achte mal genau, das sind zwei Fünfen mit einer Sieben dazwischen, das heißt eine Selektion. Die Selektion an der Pluswahrnehmung oder an der Minuswahrnehmung. Wobei die Plus- und die Minuswahrnehmungen beides etwas sind, was du Geist dir ausdenkst. Du denkst dir einen Pluswellenberg und einen Pluswellental aus. Das ist das Spiel, das man hier machen kann, wenn man die Matrix versteht. Das heißt auf Hebräisch 5-7-5, die Selektion, wo du nur eine Seite annimmst, Fantasieren und Träumen. Das ist aber auch das hebräische Wort für diese, dieser, dieses, dieses da. Und es heißt auch, er ist spritzte, sprengte, er spritzte etwas aus sich heraus. Das ist der momentane Gedanke, der in dir auftaucht. Und das kann man jetzt Hase sprechen, etwas vor sich hinträumen, fantasieren, wachträumen, das ist dein Dachtraum. Und der schlägt wie ein Hase unberechenbare Haken. Das hast du übrigens dann auch in der Wortphase, in einer Phase, von Phase zu Phase. Der Einheitskreis hat vier Phasen. Und da kann man jetzt dann hier bla bla bla, da kannst du dich reinlesen. Schau, da mache ich das so schön hier mit 5, 7, 5. Da habe ich jetzt die rote 7 reingestellt in der Mitte, das ist die Sattheit und die Fülle. Wenn wir das rausstellen, ist der Mittelpunkt eine Selektion, ob du nach oben schaust oder nach unten schaust. Du kannst nicht nach oben und nach unten gleichzeitig schauen. Unser Wurzelbegriff, wo ich hinweise, der negative Wert hat keine praktische Bedeutung. Ich stehe auf der Spitze eines Berges, das um mich herum tief ist, hat keine praktische Bedeutung. Das ist der große Fehler der ganzen Naturwissenschaft und der Arithmetiker und der Geometriker, die irgendwelche raumzeitlichen Berechnungen machen. In jeder Quadratzahl und jeder Wurzel wird eine Seite weggelassen, dass du ein Ergebnis kriegst, das du anschauen kannst. Weil wenn beide gleichzeitig da sind, sind es wieder die Mitte da. Wir machen hier Physik, kein religiöses Geschwappere. So, und jetzt schau hin. Das heißt, das ist diese Welt ist der Dachtraum. Und Welt selber, tausendfach erklärt, dieses WLD hebraisiert, hast einfach ein polarer Rand. Und du musst den von Augenblick zu Augenblick die Welle, diesen polaren Rand opfern, dass eine neue Welle auftauchen kann, dass eine neue Information da ist. Wenn das einer nicht reagiert, ich sage als Brösel und der Brösel, wenn du das erklärst und einer sagt, was ist das für ein Blödsinn, hake ihn ab, du hast es wirklich wie in einem Videospiel nur mit einer KI zu tun. Da gibt es nichts zum Überleben, du kannst sterbliche Säugetiere nicht für Ewigkeit am Leben halten. Das ist schon der erste Wahn, das führt die ganze Corona-Sichtweise schon ad absurdum.
Aber da geht es in einer Weltspiel, in dem Kapitalismus geht es um Macht. Jedes nur pur vorgelebte Egoismus von jedem Einzelnen, von Politikern, von Ärzten, egal wen du holst. Jeder will seine Meinung durchsetzen, er will Geld verdienen oder dann in einen falsch verstandenen Altruismus Menschenleben retten, was ein Ding der Unmöglichkeit ist. Ich sage zu Abraham, schlachte deinen Sohn. Ich bin ein grausamer Gott. Und jetzt ist die Frage, vertraust du mir? Jetzt springe ich hier ganz kurz noch mal rein. Das hat man zwar schon. Ich mache das einmal ein wenig größer. Das sind die Kleinigkeiten. Das ist jetzt nur in Schwarz-Weiß. Was in deinen angeblich seriösen Leitmedien nicht gezeigt wird. Wir Geist öffnen de facto hier und jetzt ein paar rechtsradikale Pixelquerdenker. Das ist das Video gerade mit diesen Massenaufläufen, die aber doch nie da außen aufgenommen wurde. Die Vergangenheit denkst du dir doch für die Bilder, die jetzt auftauchen. Mein Klingelingeling-Beispiel. Es klingelt und du sagst, wer ruft mich jetzt an? Und jetzt schau in dich rein, was du glaubst. Du bist felsenfest davon überzeugt, dass da außen eine Welt ist. Du brichst das zweite Gebot und es wird dir das Genick brechen. Tier. Aber der Witz ist, du wirst wieder als Tier wach und du wirst wieder als Tier wach. Ich habe gesagt, 1000 Jahre sind wie ein Dach und ich drohe dir nicht. Nochmal, ich sage dir das jetzt als Liebe, aus absoluter Liebe, ich will dich wach machen. Du wirst bis in alle Ewigkeit jeden Morgen als ein sterbliches Säugetier wach werden. Du wirst ums Überleben kämpfen, hast deine panische Angst, deinen Körper zu verlieren, mit dem du dich verwechselst. Das sind doch alles nur Gedanken von dir. Und das kann nur Geist verstehen. Ich kann nur den Geist wach machen, der träumt. Niemals eine Figur, die du dir ausdenkst. Und die haben auch keine, auf Dauer keine Überlebenschance, weil jeden Menschen, den du jetzt denkst, egal gleichgültig, ob das ein Gedanke ist oder ob du den auf der Verabrede hast, sinnlich wahrgenommene Information, löst dich schon auf, wenn du ihn nicht mehr anschaust oder wenn du ihn nicht denkst. Das ist hundertprozentig sicher. Also mach eine große Revision deines momentanen extrem fehlerhaften Glaubens. Das heißt, alle rechtsradikalen Pixelquerdenker, die du jetzt auf dem Bildschirm siehst oder eventuell auf der Verabredung, wenn du da selber mitmarschierst, auf einen jetzt bewusst selbst vorgestellten Monitor oder du denkst dir das und marschierst mit, dann hast du tausende von Menschen um dich herum, die letztendlich nur deine Informationen sind. Der nur Illusionen, flackernde kleine Lichter in uns selbst, das heißt in uns, ich bin ja du, zur eigenen geistigen Anschauung bringt. Jetzt haben wir durch dieses Springkammer BR in GD, das heißt, dieses äußere BR, diese polare Berechnung ist eine intellektuelle Existenz in deinem Gehirn. Das ist eine Gehirnerscheinung. Das heißt übrigens GATT, da kommt Gethsemane her, wo ich gekreuzigt wurde. Oder wir können das Spri natürlich auch hier mit einem BRI schreiben und NGATT. Das ist natürlich sehr interessant, das wenn wir jetzt reinspringen, ich mache das einmal schnell. Wenn ich da nur das BR mache. Sorry, verkehrt, den wollten wir. Wenn ich jetzt, das ist einmal das Äußere, da sind wir oft drauf eingegangen. Haben wir natürlich auch immer einen positiven Wert, eine Reinheit, eine Spiegelexistenz. Wie buchstabiert, das Buchstabierte. Auswählen, außer du wählst was aus dir, wo wählst du deine Bilder aus, wenn du träumst? Aus dir selbst. Wenn du am Internet sitzt, holst du es aus dem Internet. Das Internet ist der innerste Punkt in dir selbst. Das ist Gott. Bri, jetzt mit einem weichen B, ist die Gesundheit, die Vollkommenheit. Ganz bestimmt, gewiss, klar und hundertprozentig sicher ist das, was ich dir erkläre. Wir können jetzt natürlich das I als mein lesen, dann habe ich auch mein Äußeres. Hebräische Grammatik. Das heißt, das ist doch mal mein Sohn. Der Sohn in meinem Kopf, das ist jetzt das rote Ich, das ist mir denke, das bist du Geistesfunk. Du Geistesfunk, den ich jetzt dieses Video träumen lasse. Ich bestimme deine Träume und ich lasse dich aber selbst an den Fäden ziehen. Das heißt, ich gebe dir das Internet und ich gebe dir wie ein Spiel, ein Videospiel, das ist deine momentane Traumwelt, das ist aber eine offene Welt. Und dein Charakter, all die ganzen Figuren, meine Bücherregalmetapher, jeder Charakter, der in dir auftaucht, ist auf diesem Programm mit drauf und einen setze ich jetzt vom Computer und gebe mir einen Joystick in der Hand und mit deinem Charakter generierst du aus dieser Welt komplett diese Welt, die du zurzeit als Traum erlebst. Und ein anderer Charakter, der ist dann in derselben Welt, der sieht dieselben Häuser, wenn er durch die Straßen geht, wohlgemerkt auf seiner VR-Brille, aber er wird komplett andere Fokuspunkte haben und alles, was er sieht, anders qualitativ bewerten.
Das ist das, was ich in tausend Variationen erkläre. Die letzten Selbstgespräche, wenn wir jetzt chronologisch bewusst hier und jetzt gedacht zurückgehen, die konzentrieren sich nur auf diese Erkenntnis. Wenn du noch weiter zurückgehst, sind dann rein arithmetische Einzeldetails, wenn ich die Holofeeling-Seiten erkläre, wenn du tiefer steigst. Okay, das ist dieses Pri. Und jetzt haben wir NGD. Siehst du, das ist jetzt mit dem TAF, da haben wir zuerst einmal eine Existenz, ist eine Gehirnerscheinung. Aber in deinem Gehirn eine Erscheinung, müssen wir dieses NGD mit einer neuen schreiben, weil das Spiegelungen sind und das imperfekt gewesen heißt dann, ich werde geschieden. Ich werde geschieden. Das ist jetzt blau gelesen, kann man natürlich auch rot lesen. Ich reiße mich in Stücke, weil ich immer nur eine Seite anschaue. Hat die das ihren Henkel rechts oder hat sie ihn rechts? Ist sie überhaupt der Henkel dran oder ist es kein Henkel? Ich will nur eine einzige Seite gelten lassen von dem Zeug und das ist das Problem. So, das ist dieses Spiel. Und jetzt pass auf, das habe ich in einem der vorhergehenden Selbstgespräche schon mal gesagt, das ist ein Schreiben. Dies ist ein Geschenk aus mir von ich für mich. Garantieerklärung. Das gilt jetzt für Holofeeling als Ding an sich. Dieses Schreiben, diese Holofeeling-Internetseite, Holofeeling im Ganzen, ist keine Werbung für irgendeine Ideologiegruppierung oder Person. Es werden darin keine einseitigen Standpunkte in Form von Gut, Böse, Richtig und Verkehr und so weiter gepredigt oder vertreten. Das ist der erste große Unterschied zu allen Internetseiten, die du mir zeigst. Es wird auch nicht um Spenden aufgerufen, dass du Geld spenden sollst oder sonst was. Es ist vollkommen kostenlos. Es ist ein Geschenk. Dessen ungeachtet wirst du als Leser viele Stellen, wieso auch immer, kritisieren. Das heißt nur zwanghaft einseitig positiv oder negativ interpretieren. Du kannst gar nicht anders. Permanent, wenn du mal neben dir stehst und dich beobachtest, egal was du anschaust, ob das Videos sind, ob das die Nachrichten sind, ob das Verschwörungstheoretiker-Seiten sind, du wirst Beifall klatschen innerlich oder du wirst sagen, was ist das für ein Arschloch, was ist das für ein Blödsinn. Du sollst der werden, der das beobachtet, wenn er sich selber als Antagonist beobachtet. Das ist der Unterschied. Das ist der absolute Beobachter. Ohne irgendetwas anders haben zu wollen und ohne in irgendeiner Art und Weise seine zwanghaften Interpretationen, die Interpretationen des von dir zum Denken benutzten Intellektes, in irgendeiner Form anders haben zu wollen, wie er momentan ist. Wir wollen an dem Puzzlestückchen, wie ich das nenne, überhaupt nichts verändern. Auch nicht an den Tieren und an den Menschen. Du sollst wissen, was du selbst bist und was deine zerdachte Gedankenwelt ist. Es geht in diesem Schreiben auch nicht um irgendeine als richtiger definierte subjektive Wahrheitsvorstellung. Noch um irgendwelche neue intellektuellen Ergüsse. Tausende findest du im Internet, wo alle meinen, die wüssten was und predigen Feindbilder und Einseitigkeit. Die Menschheit da außen glücklicher machen können. Du willst Gedanken glücklich machen oder Gedanken am Leben erhalten. Die Menschheit ist ein Gedanke. Die Menschheit. Die Frage ist, was für Vorstellung baut dieses Wort in dir auf? Und das hängt wieder von deinem Intellekt ab. Diese Schrift stellt eine verbale Beschreibung der einzigen von dir auch wirklich in der subjektiv überprüfbaren ultimativen Wirklichkeit dar. Da geht es nicht, dass du irgendwas glauben müsstest, was du nicht hier und jetzt sofort auf der Stelle mit hundertprozentiger Sicherheit überprüfen kannst. Du kannst ja auch bewusst machen, das ist jetzt eine Möglichkeit, dass da oben jetzt die ganze Zeit Planeten um uns herum kreisen. Die haben aber nicht existiert, das ist hundertprozentig sicher. Jetzt, wo ich sie mir ausdenke und das zweite Gebot breche, weil ich mir jetzt ein Bild von irgendwas da oben im Himmel mache. Ich darf mir ja die Bilder ausdenken, ich muss bloß wissen, sie sind hier und jetzt in meinem roten Kopf, weil ich es denke. Ich habe die Freiheit, alles, was ich hier und jetzt in mir als Information erschaffe, rein gedanklich um mich herum in Raum und Zeit zu verstreuen. Der einzige von dir auch wirklich in der subjektive, prüfbare, ultimative Faktum da, das ist es. Du als Leser zählst dir hier, während du liest. Das ist jetzt der große Trick dabei. Wenn du alleine bist, so beginnt die UB. Beobachte dich einmal, wenn du da sitzt. Wenn ich jetzt als Lautsprecher zu dir spreche, ich, was für ich? Den Pixel-Udo, den du dir ausdenkst? Es wird hier auch, selbst wenn du liest, wenn du jetzt das anschaust und dann als Gedanke da mitgehst, lies es doch einmal selber. Jetzt sprichst du mit deiner Gedankenstimme zwanghaft, wenn du die Worte anschaust, diese Worte.
Du hast da mal Geräusche und du wirst genauso zwanghaft aus jedem dieser Worte, die du, wenn du über was nachgrübelst, wirst du aus den Worten in dir im Hintergrund Vorstellungen haben, die du nicht unbedingt entfalten musst jetzt als gedankliche Vorstellung, aber die sind automatisch da. Du wirst aus den Worten eine ganz bestimmte Vorstellung machen, nämlich die, die dein geistlos nachgeäffter Intellekt, dein Schwamminhalt, dein Programm, das du zu durchschauen hast, in dir dann aufbauen. Wichtig, es wird weder gewünscht noch erwartet, dass du Leser auf diese Schrift reagierst. Dessen ungeachtet wirst du dennoch beim Lesen dieser Schrift reagieren, und zwar emotional. Diese de facto jetzt in deinem Bewusstsein von dir selbst gesprochenen Worte, jetzt natürlich ist es eine Lautsprecherstimme, sondern auch Emotionen, werden in dir geistesfunk automatisch nicht nur Bilder und Vorstellungen, sondern auch Emotionen und eine Menge persönlicher zwanghafter Interpretationen auslösen. Das ist diese Schrift. Das ist jetzt ein bisschen verfeinert noch, weil das ist ein sehr, jetzt denke ich chronologisch, das ist eine Schrift, die ist in der Ursubstanz eigentlich schon über 20 Jahre alt. Das habe ich jetzt nur noch etwas angepasst. Und jetzt kommt dieses Spiel, wir sind ein und derselbe Geist, nur in unterschiedlichen Personifizierungen. Das heißt, an was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Dann denkst du jetzt an einen Menschen, aber der Geist, der sich diesen Menschen ausdenkt, ist nur ein Allereinziger, das bin ich, das ist der vom Bücherregal. Das ist kein religiöses Geschwätz. Und dann habe ich hier diese schöne, jetzt genau ein Selbststartpunkt ist 33,44. 33,44 bedeutet, das schauen wir uns jetzt gleich einmal nochmal an. Das sind also hier zwei. Schau, wenn man das jetzt, das könnte man natürlich dann anklicken. Da gibt es natürlich viele Möglichkeiten. Wir wissen natürlich sofort, die 33 ist die Welle. Das mache ich. Da habe ich eins zu viel. Das soll jetzt nicht sein. So. 33. Bin ich jetzt denn? Du machst mich durcheinander. B-A-L. Ja, ich hab schon. Ich war schon wieder einen Schritt weiter. Das haben wir nämlich, das Kaufkurs haben wir nämlich auch. Schauen wir mal jetzt, das B-A-L ist 33. Das heißt in Gott. Das ist nämlich ein vorhergehendes Selbstgespräch gewesen. In Gott, das ist der Gatte, der Besitzer. Der Ehebruch klingt zuerst einmal blau gewesen negativ. Das ist ja, du hast die Ehe gebrochen. Das ist der Ehebruch, aber die Ehe, Beruch heißt im Geist ist eine Ehe, und zwar diese Ehe ist die Ehe zwischen dir und mir. Wir sind untrennbar für alle Ewigkeit verbunden. Das heißt, der Leser, der jetzt ein Buch liest und der, der vor dem Bücherregal steht, dieser Ewige, der alle Bücher in sich trägt, ist ein und derselbe Geist. Es gibt nur einen Geist, das ist GE². Wenn ich jetzt das Kaff mache, da weise ich in einen anderen, das heißt jetzt wie Gott. Wie Gott, das heißt auch hier, ganz nebenbei, Pyramidenwert 92, das ist Test Udo. Und der behauptet, ich bin du. Und jetzt machen wir das zweite. Wieso holt ihr das immer her? Seltsam. Jetzt bin ich durcheinander. Ob ich irgendwie. Richtig. Die 44 hat er gestimmt. Die 33, 44. Das ist der Kristall. Dieser Kristall, das ist Christus, ist alles. Das ist die große Symbolik dabei. Jetzt kann man das natürlich reinlesen: Geschenk, ein Zeuge bis Ewigkeit, Chiet. Das ist hier. In allerersten, wenn man das jetzt checkt, das hier bedeutet, wie Gott,
Ich bin ein Kristall, das bin ich und du. Ich bin ab jetzt ein bewusster Christus. Ich bin ein Christ mit einer aufgespannten Raumzeit. Das heißt, ich bin ein bewusst träumender Geist. Darum geht es. Und das ist ein kleiner Auszug aus dem letzten Selbstgespräch. Hör mal ganz kurz nochmal rein. Oh, ich glaube, ich habe ihn doch nicht eingeschaltet. Dann müssen wir es wegmachen. Kleinen Moment. Ich bin aber im Wind, es waren da immer mehr. Das nützt uns nichts. Aber es ist hier. So, pass auf. Bist du schon in der Lage, vollkommen wertfrei zuzuhören? Aha. Beobachte, wie du reagierst bei gewissen Wörtern, wie du dich angegriffen fühlst, wie plötzlich in dir Aufbegehren ist. Wenn ich zu dir sage, du bist mit deiner momentanen Logik ein absoluter Vollpfostener Hock, auch wenn du vielleicht von Filmen, die du dir jetzt ausdenkst, bewundert wirst, weil du Professor bist, einen Nobelpreis bekommen hast, ein Chefarzt bist, ein Politiker bist, egal was. Man will geliebt werden von den Menschen und es ist ganz schlimm für dich, wenn du dir welche ausdenkst, die Helga gerade begonnen, ja, das dürfen wir aber nicht reinstellen. So, du hast immer noch nicht begriffen, dass da außen keine sind. Der Einzige, der dieses Gespräch mitkriegt, ist ein Geist und eine ganz bestimmte Interpretation. Die Interpretation der Worte hängt davon ab, wer du zu sein glaubst. Aber erleben tust es bloß du selber. Das heißt, solange du nicht deine Indiz, deine Privatsphäre schützen willst und du hast Geheimnisse vor anderen, schau unsere Politiker an. Das ist mein Problem der Demokratie. Es ist Lüge, es sind einfach nur Figuren in deinem Traum, die offensichtlich nur lügen und nur Ego machen. Alles, was hinter verschlossenen Türen passiert, ist letztendlich sowieso, darf das die Masse nicht mitkriegen. Nimm doch die geschwatzten Seiten im Europaparlament. Jetzt immer Geschichten in Geschichten in Geschichten. Was haben dann die Parlamentarier eigentlich zu sagen? Es wird geschachert um Posten, wer welche Posten kriegt. Es geht um Ego, es sind reine Ego-Trips. Das muss dir auffallen. Erst wenn du ein vollkommen egofreier Mensch wirst, wirst du die höhere Ebene betreten. Das ist nicht wert, dass es bewundert wird, glaub es mir. Ego ist nicht wert, dass es bewundert wird. Und du bewunderst deine Stars. Und dann möchtest du mit denen tauschen. Glaub mir, die größte Arschlochkarte, die es überhaupt gibt. Du würdest dich immer mehr in diese Lügenwelt hineinstrecken und deine Existenz abhängig machen von anderen. Wenn du jetzt in deiner schönen offiziellen Presse, ich betone das immer wieder, die reine Lügen sind, dass du entweder mit dem Strom schwimmst oder du wirst von denen intellektuell, gesellschaftlich vernichtet. Wenn du es nur ansatzweise, wir denken uns jetzt eine normale Welt aus und du hast irgendwie, bist du darauf angewiesen, dass du über Massenmedien mit den Menschen kommunizierst. Das ist natürlich jetzt ein reines Konstrukt, das wir uns jetzt denken. Wenn du gegen Medien was sagst, wirst du gesellschaftlich vernichtet. Hast du die Größe, das zu machen, aufzustehen? Das sind meine Harald Englers, die Affen, die sich hinstellen, die Herbert Grönemeyers, die dann nur noch alle, die eine Gegenmeinung vertreten, diese Ärzte, wo ich sage, du siehst ja auch in den Massenmedien, wenn die jetzt wirklich die Massenmedien berichten über diese paar Schwubler, die hier demonstrieren, die an die Wand gestellt werden von den Polizisten, weil sie nicht geimpft sind. Das sind ja alles Verschwörungstheoretiker und Rechtsradikale. Und die, die in den Massenmedien du zu sehen bekommst, ist immer ein kleines Häufchen. Und dann werden die interviewt und dann hast du wirklich Vollpfosten, wo man sagt, du siehst doch jeder Depp, da kommt der Depp daher. Aber von den Ärzten, die sagen, ich bin Professor, ich habe über bla 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 Gerichtsmedizin oder egal was es ist, wenn ich immer sage, hör dir doch einmal dann Garnier Danzer an und so weiter und so weiter. Und dann wirst du total liebesvolle, intellektuelle Menschen finden, die mit einer totalen Liebe sprechen. Das sind alles für dich nur Fanatiker und jetzt kommt das stochastische Trüffelschwein. Du wirst in deiner Traumwelt immer mehr Beweise finden, dass das Volldeppen sind. Ich spiele dir dann auch die Videos ein, weil du gar nicht bereit bist, einmal die andere Seite auch als richtig ansehen zu wollen. Und da ist jetzt gleichgültig, ob du ein Impfgegner oder Impfbefürworter bist. Du kriegst von mir deine Meinung eingespielt. Ich verwirkliche in dir deinen Glauben. Und ihr steht konträr gegeneinander. Und beides ist hundertprozentig richtig und beides ist verkehrt. Was für dich richtig ist, hängt davon ab, mit welcher Logik du das Ganze betrachtest. Aber die Heiligkeit ist, dass du dich erhebst und plötzlich erkennst, dass beides gleich richtig ist und gleich verkehrt ist. Genau genommen sogar was vollkommen Neues ist. Das ist die Sache mit dem Kreis und mit dem Dreieck. Ist jetzt der Kegel eigentlich ein Kreis oder ein Dreieck? Weder noch. Es ist ein Körper. Das andere sind Flächen.
Das ist, du wirst am Punkt erreichen, wo du dich am liebsten jetzt als Affe vom Spiegel hinstellst, dein Spiegelbild anschaust, eine Affinität anschaust und dich am liebsten selber anspuckst, was bin ich für eine erbärmliche Kreatur, wenn du den Punkt nicht erreichst, wirst du bis in alle Ewigkeit leiden als Geist. Der, der schaut, ist hier der Spiegel in der Mitte. Und der schaut zuerst einmal seine eigene Information an und diese Information stellt er sich jetzt vor, die denkt er sich aus. Und solange du materialistisch bist, glaubst du, du bist der da außen und schaut sein Spiegelbild an. Aber dieses Spiegelbild, das du siehst, und dich selber um dich herum, wenn man jetzt hier schaut, das kleine Bild an, das ist der absolute Mittelpunkt, das ist eine Gedankenwelle. Und dieser Mittelpunkt ist jetzt ein peripherer Mittelpunkt, das bist du, und du stellst jetzt dieses System vor, wobei du den Spiegel, wenn du in den Spiegel schaust, komplett ignorierst, diesen absoluten Mittelpunkt, sondern du siehst dann bloß das Spiegelbild. Was wir jetzt hier rein in Bezug auf dein Gesicht machen, gibt es viele Selbstgespräche, wo ich das genau erkläre. Vergröße ich jetzt, wenn du sagst, ja, die Welt ist ja so schlecht, du schaust immer in deinen eigenen Kopf die Spiegelung in deines Intellekts an, die Welt ist ja so schlecht, dann ist dein Glaube noch so schlecht. Genau. Weil das ist ein Computersystem und dein Intellekt ist das Programm, das diese Welt, diese gespiegelte, hochgespiegelte Welt in dir selber aufschmeißt. Das ist es neu, einfacher kann ich es in deiner unteren Ebene nicht ausdrücken. Das ist das Spiel. Und das erkläre die Holofeeling. Ich erkläre dir zuerst, was du bist, und dazu brauchst du keinen Intellekt. Du musst dir nur jeden Moment bewusst machen, Kat, was ist jetzt da? Schau einfach. Schau, was du denkst, schau, wie du interpretierst. Du bist der, der das erlebt. Drehst du deinen jetzt ausgedachten Kopf nach rechts, ist der Bildschirm weg, nach links, nach oben, dann kommen neue Bilder in deinen Kopf. Das sind andere Informationen, das ist hundertprozentig sicher. Du als derjenige, der diesen ständigen Wechsel der Informationen erlebt, verändert sich dabei überhaupt nicht. Du kannst dich jetzt als ein Kind denken, als ein 20er, einen Pubertierenden denken. Was ist der jetzt? Ein Gedanke. Wo ist jetzt der Unterschied, ob du jetzt dich als 20-Jährigen denkst oder du denkst dir irgendein Politiker oder Superman oder Supergirl? Es sind nur andere Gedanken. Halte verdammt nochmal das erste und das zweite Gebot. Hör auf, dich mit deinen Gedanken von dir zu verwechseln. Mach dir kein Bild für dich selbst. Du bist ein Gotteskind, wenn du das jetzt sprechen hörst. Und wer es hundertprozentig nicht hört, ist die von dir jetzt ausgedachte Helga, die Irene oder die Andrea. Selbst wenn du jetzt glaubst, du bist die Helga, hört nicht der Gedanke Helga diese Worte. Namen sind jetzt austauschbar, sagt der Udo immer. Und die schönen Sachen, wenn ich jetzt sage, ich habe Corona gehabt, wenn Corona wie die ersten hier und jetzt in die Vergangenheit, blätter in deiner Chronologie zurück. Das war in China irgendwo, wurde die Stadt abgesperrt. Wenn dann nicht mehr Berichte von wer über Corona, dann wäre das letzte Jahr, das du dir ausdenkst, ein Jahr gewesen wie alle anderen auch, mit einem mehr oder größer großen Schnupfen, mit einer Grippe, wie auch immer. Fakt ist, ich habe dir ganz klipp und klar gesagt, ich werde jetzt, je nachdem, was du glaubst, einspielen, dass zurzeit nachweislich mehr Menschen an der Corona-Impfung krank werden wie prinzipiell. Das ist jetzt eine andere Seite, den dir deine Massenmedien überhaupt nichts erzählen. Ich habe erwähnt jetzt diese Demonstration in Wien. Denken wir uns jetzt in die Vergangenheit. Jetzt schau dir das Video nochmal an. Weltweit. Unmittelbar einen Tag danach, wie diese große Demonstration in Wien war, es hat in Deutschland die großen Massenmedien es nicht in irgendeiner Form, das ist unser Nachbarland jetzt nochmal gesprochen, die haben das nicht erwähnt. Samstag, Sonntag kommt die Bildzeitung. Auf Seite 10, so ein kleiner Absatz, wo es erwähnt wurde, rechts unten in der Ecke auf der Seite 10, rechts unten in der Ecke, schöne Symbolik. Das war das Einzige, was die berichtet haben über diese Massendemonstration, wo die ganze Innenstadt blach, jetzt natürlich alles nur Body, ausgedacht. Und jetzt siehst du auf der ganzen Welt, was jetzt ist. Natürlich nur, wenn du den Fokus hast. Wenn du jetzt voll linientreu bist, ja. Ich betone dir nochmal, solange du ein Impfbefürworter bist, du bist genau das, was vor in deiner jetzt verdachten geht. Vergangenheit Nazis waren. Du bist ein Nazi. Es ist voller Faschismus, die nur noch verbieten und verbieten und verbieten. Jede Meinung verbieten und jeder, der hier Maske aufsetzt mit Überzeugung, der hat vorne ein Hakenkreuz drauf und jeder, der es macht, weil er gezwungen wird, der hat einen Davidstern drauf. Die Geschichte wiederholt sich im Kohle gelesen. Wenn du jetzt Geist bist,
für die, die jetzt da aufbegehren, die du dir ausdenkst, wenn du das als Brüssel oder Brüssel äußerst, denk sie doch einfach nochmal, dreh dich um. Das ist wie in einem Videospiel, beachte diese KI nicht und sie ist weg. Gleichte dich, ob jetzt das deine Verwandten, deine Brüder oder Freunde sind. Du wirst irgendwann einmal lernen, sag ich, deine größten Feinde, die du besitzt, sind deine Hausgenossen. Du bist kein sterbliches Säugetier. Und solange du deinen Säuge, jetzt ausgedachten Säugetiereltern, deine Säugetiergeschwister und Freunde mehr liebst als mich, bist du meiner nicht wert. Du wirst mein Himmelreich auf Erden nicht betreten. Was ist das Himmelreich auf Erden? Oberflächlich betrachtet, genauso zerstört meine Welt wie jetzt. Du hast auch an deinem jetzigen Leben nichts zu verändern. Das ist die Sache mit dem Schauspieler. Du spielst einfach deine Rolle. Die Veränderung besteht darin, dass du dich nicht mehr mit den Gedanken von dir verwechselst. Du bist ein Schauspieler, der sich nicht mit dieser Rolle, mit diesem kommenden und gehenden Schauspielerkörper verwechselt. Und das ist die Präzision im Denken. Und jetzt kannst du dir das vorhergehende Selbstgespräch nochmal anhören, wo ich sage, du hörst jetzt einen Lautsprecher zu, der nicht existiert hat, solange du an den Lautsprecher nicht denkst. Ist ja alles so unheimlich logisch. Aber jetzt schau doch einmal in dich rein, ob du das wirklich jeden Moment dir bewusst machst, was jetzt da ist. Siehst du jetzt Menschen? Wie oft sage ich als Udo hier, da ist kein Finger, der sich hin und her bewegt. Da bewegt sich nichts, auch nur einen einzigen Millimeter von der Stelle. Ich setze die Welt, den polaren Rand in dir in Bewegung. Ich setze den in Bewegung, es spitze sich aber alles in den Mittelpunkt ab. Weil du mit Lichtgeschwindigkeit denkst. Und darum ist auch ein Dach wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Dach. Und egal, wo du dir was hindenkst, es ist hier. Das ist hundertprozentig sicher. Und du denkst es jetzt. Das Trügerische sind die Kategorie 1, Fragen in Blau. Wann war das? Wo war das? Und sobald du das denkst, ist es hier und jetzt in deinem Kopf eine Information. Wenn der Materialismus in dir noch übermächtig ist, wirst du noch sehr, sehr viel lernen und sehr, sehr viel leiden. Selbst erzeugtes Leid. Wenn wir jetzt nur von Menschen reden, die Gedanken von uns sind, wir kriegen das gar nicht mit. Was existieren, das kriegt überhaupt nichts mit. Das ist ein Daseinmüssen. Es wird natürlich für dich so sein, wie du glaubst, dass es ist. Auch jeden Menschen, den du dir jetzt denkst. Wie oft sage ich, ein Mensch ist, egal wen du jetzt denkst, das ist das dann eine Information von dir, ein Gedanke von dir, der so sein wird, wie du in dir denkst. Das gilt auch für den Udo Böttcher, den du dir jetzt ausdenkst. Es ist so schwer zu verstehen, dass ein Denker viel mächtiger ist wie alles, was er sich denkt, weil er schafft es doch. Aber was passiert jetzt, wenn du ein unbewusster Denker bist? Ich nenne das ein träumender Geist, der vergessen hat, dass er träumender Geist ist. Konntest du dir das raussuchen, was du erlebt hast mit deinem Helga-Programm? Für dich war das jetzt eine Erfahrung. Es ist ein Gleichmachen gewesen, eine Schuld zurückzahlen. Nenn es mal so. Danke. Aber da haben wir schon wieder die Schuld. Schau, du bist immer noch da. Du bist immer noch da. Du bist immer da, rot gelesen und was auftaucht. Wie lange willst du noch die Helga machen? Wie lange willst du noch Helga spielen oder Irene spielen? Und du wirst merken, das Ego bäumt sich auf, wenn das nicht komplett durchschaut ist, dieses Ding am Leben erhalten zu wollen. Und ich betone nochmal, dein Körper ist weg, wenn du ihn nicht denkst. Das heißt, die Auflösung deines Körpers kriegst du nicht mit. Du kannst nie beobachten, wenn sich was auflöst. Du siehst immer nur, wenn jetzt was auftaucht. Das habe ich so schön beschrieben. Und sobald es aufgetaucht ist, kannst du dich fragen, war das Wort überhaupt da? Und dann schaust du mal wieder, ob du das erkennst, was wirklich jetzt ist. Dann denkst du dir jetzt nämlich eine Vergangenheit, die auch jetzt da ist. Oder ob du das materialistisch noch siehst und du meinst, du hast mit all den Sachen, die du dir in die Vergangenheit denkst, nichts zu tun. Wie geistlos ist ein Geist, der glaubt, er hat mit den Gedanken, die er denkt, nichts zu tun. Wie geistlos ist ein Geist, der hundertprozentig sicher sich wähnt in dem Wahn, dass er mit seinen eigenen Informationen, die er zu sehen bekommt, ehen, eins macht, nichts zu tun hat. Und du wirst jetzt merken, das sind ganz einfache Worte, die ich nur zu dir, Geist, spreche. Nur zu denen, der sich jetzt dieses Video ausdenkt. Und es ist auch nie in der Vergangenheit aufgenommen worden. Was auftaucht, taucht jetzt auf. Was du erlebst, erlebst du jetzt. 200 Gramm rote Gnede. Das ist jetzt, irgendwann muss ich doch mal Schluss machen, wo ich sage, die Tür ins Himmelreich, wie lange ist die noch offen? Ich sage, die ist ewig offen. Das große Zauberwort ist die Vergebung. Du musst nicht irgendeinen Gedanken vergeben, den du dir ausdenkst, sondern dir selbst. Den,
Jetzt meine ich das Rote selbst oder das Blaue? Den, der du zu sein geglaubt hast, dem musst du vergeben, weil er eigentlich mit seinem fehlerhaften Intellekt schuld ist an all dem, was du dir ausgedacht hast. Der Computer ist nicht schuld, wenn er nicht so funktioniert, wie du das haben willst, sondern ein fehlerhaftes Programm. Stimmt oder stimmt? Oder ein unvollkommenes Programm. Der Mech-Chef, der Rechnungsführer. So interessant, dass du ihm dennoch im Alten Testament mehrere Male dieses Wort, was jetzt im modernen Wörterbuch im Langenscheid oder in irgendeinem neueren Wörterbuch Computer heißt, findest du dieses Wort Computer in dieser alten Schrift. Aber da hat es ja noch keine Computer gegeben. Ja, das waren die Rechnungsführer. Bist du nicht der Rechnungsführer? Magst du nicht laufen logische Berechnungen mit einer extrem fehlerhaften Logik, die dich von einer Einseitigkeit in die nächste führt? Vor was hast du Angst? Vor deinen eigenen Gedanken, die du denkst. Das ist hundertprozentig sicher. Du setzt Sachen, wo du dich einredest, dass du das hundertprozentig sicher zum Überleben brauchst. Wenn du zum Überleben was brauchst, dann bin das ich. Das sind diese Filmmärchengeschichten, der Lot, der Sodom und Gomorra verlässt. Zu den Abraham, wo ich sage, schlachte deinen Sohn, ein Vertrauenstest. Und dann im Ende. Ja. Das genau hat mir ja die Krankheit gezeigt. Ich habe so eine tiefe Demut auch bekommen, wer mich wirklich am Leben erhält, weil das war eine richtig tolle Erfahrung, denn mit Krankheit hatte ich ja mein ganzes Leben noch nicht sehr viel. Es war eine richtig gute Erfahrung. Gut und schlecht. Das ist wieder nur eine Gedanke Vergangenheit, die du jetzt denkst und von der Selbstheilung, jetzt, die ganze Schulmedizin und die Pharmaindustrie. Die ganze Schulmedizin und Pharmaindustrie, von der du so große Hoffnung setzt, dass sie dich am Leben erhalten. Was erhalten die eigentlich am Leben? Sie verlängern dein SDR, nicht so verlängern das Sterben. Ich sage das immer wieder. Ja, absolut. Und Kohle, Kohle, Kohle. Ja. Und die Selbstheilung, die klassische Selbstheilung, die ich eingerichtet habe in dem wirklichen Programm, wenn du ein Geist bist, ein Geistesfunken, würde komplett vergessen. Ich sage, es kommt von alleine und es geht von alleine. So ist es genau gekommen. Dann beginnt das große Vertrauen. Nichts. Du wirst du merken, du kannst dich nicht wegmachen, dein Traum, du kannst wenn du dein Programm erweiterst, kannst du deine Persönlichkeit verändern, die du jetzt zwanghaft aufgrund deines Programms vom Säugling bis zum Greis veränderst, immer in Bezug auf das eine Programm, das du Mensch nennst. Aber du kannst es wechseln, du musst noch ein anderes Programm laufen haben, dann wirst du Sascha Mörder, dann wirst du ich. Ja. Meinst du, ich war in meinen ganzen Erinnerungen immer nur dieser UP, dieser Udo Petscher? Ich bin auch Jakob Lorber gewesen, tausend andere, wo ich gesagt habe, ich war Einstein. Ja. Ich war Sokrates und ich war Jesus. Und ich war Lot. Es wiederholt sich, es sind Geschichten, es ist ein Riesenkomplex. Ich bin jetzt nur in diesen jüdisch-christlichen Vorstellungen, Metaphern geblieben. Ich kann auch in den Hinduismus reinspringen oder in den Buddhismus reinspringen. Du hast überall dasselbe System, es wird nur komplexer. Die Vereinfachung ist es, der Ursubstanz ist deutsch-ivrig. Wenn ich immer Sanskrit anspreche, immer wesentlich mehr Zeichen, aber das ist nicht unbedingt besser. Es wird nur komplizierter, du kannst feiner auflösen. Darum haben wir ja das jetzt reduziert auf ganz einfache, kindgerechte Sätze. Du musst dich ja nicht verrückt machen, wenn einer sagt, oh, ich verstehe das nicht und ich komme da nicht mit. Wenn der Udo immer sagt, dann bleibst du eben da. Sieh das Letzte hier. Komm mit mir, ist dieser Letzte im letzten Selbstgespräch. Komm mit mir oder bleib. Ein sterbliches Säugetier. Bis in alle Ewigkeit, wenn du willst. Also die Ängste, dass dich als Säugetier nicht mehr geben würde, kannst du total vergessen, wenn du mir vertraust. Aber jetzt ist die Sache, bin ich das Säugetier? Das ist wie im König der Löwen. Ist der Löwe eigentlich auf der Bühne ein Löwe oder ist da ein Menschengeist im Hintergrund, der diese Figur spielt? Selbst im König der Leben in dem Märchen. Oder die Schöne und das Biest. Ja. Das sind Märchengeschichten. Das Wertvollste, was du hast, sind die Märchen. Und solange du den Kaisers neue Kleider siehst, das ist das Zeug, das dir die Naturwissenschaft von Mesokosmos und Makrokosmos erzählt. Das ist ein Photon im Fluch. Insider wissen, was ich damit meine. Das sind Wahnsinnige. Das sind absolut Wahnsinnige. Durch die Bank, die Gegenimpfung demonstrieren, wie die sagen, das sind ja bloß Idioten. Alles, das sind alles Wahnsinnige. Jeder lebt in einem Wahn eines Glaubens, das nicht sein eigenster Glaube ist. Es ist geistlos nachgeäfft.
aus Medien und Basieren. Das ist die Geschichte von Esther. Es ist gleichgültig. Es geht doch schon los, wenn du jetzt in die Religion gehst und du nimmst nur Bibel. Jeder, lass doch einmal einen katholischen Pfarrer und einen Zeugen Jehovas aufeinandertreffen und jeder hält das Buch hoch und jeder hat dann seine eigene Auslegung. Und jeder äfft nach, was seine Lehre ihm erzählt hat. Noch schlimmer ist es im Koran. Was da wirklich ganzheitlich drinsteht, hat doch keiner verstanden. Wie sollte auch, kann ein Menschen, die du dir jetzt ausdenkst, anders sein, wie du sie denkst, wie du sie träumst? Kannst du dir raussuchen, was ich dich träumen lasse? Jetzt frag dich, warum ist das eigentlich da? Meine Führerscheinprüfungsbogen wird, dass du diese ganzen Widersprüche plötzlich erkennst. Dass du auch diese extrem einseitig ausgelegte griechische Philosophie erkennst. Aristoteles, wenn zwei Sachen sich widersprechen, auf den Bezug auf dasselbe kann bloß ein stimmen. Vom ausgeschlossenen Dritten, der wird zwar mit erwähnt, der wird komplett ignoriert. Das ist der Kern jeder Wurzel. Wurzel 25 plus 5 minus 5. HBH. Aber der Kern ist es J, das ist der kleine Gott, aus dem diese Welle entspringt. Merkst du, jetzt ist schon Physik, geht jetzt schon gleich. Und so H2O. Zwei Wahrnehmungen, die um sich kreisen, letztendlich spitzt sich das Ganze nur in der Mitte, in unserer Kamera Obscura ab. Es sind ganz einfache, grobe Metaphern, wo ich in die Physik, wenn wir jetzt in die Hologramme gehen. Das bei der Hologrammplatte auch, gibt es reichlich Videos, immer extrem populärwissenschaftlich. Populärwissenschaftlich heißt schlichtweg und einfach, dass das eigentlich jedes Kind ohne großes Formel- und arithmetisches Hinteraufbau verstehen kann. Dass wir eine Hologrammplatte zerbrechen, das kleine Stück wieder das ganze Bild beinhaltet, bloß kleiner und unschärfer. Als Geistesfunken hast du ein ganz kleines Stückchen vom Heiligen Ganzen in dir drin, aber total unscharf. Wen interessiert es eigentlich? Mit Sicherheit nicht irgendwelche Gedanken, die du dir ausdenkst. Und selbst wenn du dir jetzt welche denkst, wo du dir denkst, die interessiert, das kriegst du es trotzdem nicht mit. Ich kann es nur den Geist erklären, der träumt. Weil er ist der Schöpfer für die Welt, die er träumt. Er ist Gott. Ein träumender Geist ist die Quellgott, der Quellgott für die Welt, die sich in seinem eigenen Zentrum, in seinem roten Kopf abspielt. Das ist eine Erkenntnis, die so umwerfend ist. Kann ein Gedanke, eine Information von mir mächtiger sein wie ich selbst? Und jetzt merkst du, wie du dich entgöttlicht hast, wie du dich entgeistigt hast und selbst entmachtet hast, indem du die Dummheit, diese vollkommene Geistlosigkeit begehst, ständig irgendwelchen Gedanken von dir die Schuld zu geben. An irgendwas. Wer ist schuld? Zuerst einmal der, der sich's ausdenkt. Aber der ist als träumender Geist dann doch wieder nicht schuld. Die andere Seite, weil sein Programm schreibt ihm das vor. Sein fehlerhafter Intellekt. Ja. Ich will da ganz, ganz kurz nochmal reinspringen hier in diese Stelle. Das war das hier. Ein Adam kann einschlafen und träumen und wieder aufwachen. Das ist der träumende Geist. Das ist das Gotteskind, der sich kein Bild mehr von sich selbst macht. Aber in dem Moment, wo du das vergisst, bist du ein Enosch, ein sterblicher Mensch und der kann nur personifiziert als Mann oder Frau existieren. Das heißt, er kann nur als Mann oder Frau aufstehen und wieder einschlafen. Aufstehen, das ist morgens, abends, morgens, abends, morgens, abends. Du suchst dir aber, wenn du aufwachst und aufstehst, suchst du dir nicht raus, als wäre du wach wirst und du bist nicht in der Lage, dich auszuschalten, wenn du schläfst. Und täglich grüßt das Mal mit dir schrecklich. Logische Berechnung in einem Eck. Diese Welt, das haben wir gerade schon gehabt, ist ein einziger Tagtraum und die gehört uns, mir, Ube und ihr Adam. Genau. Ein Adam kann nur als Menschenaffe in mir heißt B, JHWH aufstehen. Startpunkt ist 26. Jetzt schauen wir mal hier ganz kurz rein, das wollte ich, habe ich gerade vergessen. Schau mal. 28, Entschuldigung, Startpunkt 28. Der Totalwert ist BJHWH. In mir ist HWH. Wir haben gerade, der Dachtraum ist 575 und in mir ist jetzt 565. Zwei Hs, Wellenbach und Wellental, die zwei Seiten, hell und dunkel, gesund und krank. Das ist gleichzeitig in mir, weil ja alles jetzt ist. In an, gegen, bei, auf, Jahwe. In an, durch,
der war und ist und sein wird. Ich bin der, ich bin. Wir öffnen die äußere 28. Abba Schwert ist übrigens das Endmem. Ja. Das Endwert. Das heißt, in JHWH, in mir sind zwei Wahrnehmungen plus aufgespannt, wenn Berg und Wendal, hell und dunkel, immer gleichzeitig. Jahwe ist eine göttliche Einheit im Eckstein. Da gehe ich dann drauf ein. Und jetzt kann man das Rot-Blau kannst du immer verschieben. Das heißt, inmitten von Gott ist eine Wahrnehmung, ist eine aufgespannte Wahrnehmung. Wie JHWH. Jetzt schauen wir uns die 28 nochmal an. Das ist auch dieses Wort Achia. Das heißt, das Leben, das Lebewesen ist immer ein G-E-Quadrat, schöpft aus sich ein Tier. Übrigens, das Tier rückwärts gelesen heißt dann Rei T. Eine Spiegelerscheinung. Wir müssen von rechts und nach links lesen. Das ist immer ein Raubtier. Das ist die Berechnung, ist die Beschwörung dieses Tiers. Die Begierde, die Erde, die Herde, die Tiere, das wilde Tier. Er ist dieses Leben. Er ist Belebte wieder. Er ist belieb. In der Liebe erhielt er das Leben. Er erweckte alles zum Leben. Das ist auch die 28. Das führe ich jetzt auch zur 666. Das ist nämlich 666 ist 18, das bin ich. Und es gibt auch Rot, das ist das rote Ich. 6 plus 6 plus 6. Das ist die 666. Und es gibt keine blaue ohne die rote Ich. Ich wiederum gespiegelt ist Chi. Das ist das Leben und Leben gespiegelt ist der Nebel. Und der Nebel, wenn du anschaust, da wird es natürlich ganz interessant, da kann ich reinspringen. NBL ist der Schuft der Schurke. Der Bösewicht, der Geizhals, der Gottesleugner, das ist der Nebel. Leben rückwärts gelesen. Der Taugenichts, die Reihe, das Tor, die Reihe. Erinnere dich jetzt gerade, ein paar Mal, wie ich schon gehabt, achte auf die 82. Achte auf die 82. Das ist der Eduard gewesen. Das heißt auch abfallen, absterben. Zerfallen, verwelken. Das ist die ganzen Gottesleugner, die werden keine Überlebenschance haben. Die Taugenichtse, egal ob du dich jetzt Pfarrer nennst oder Moslem, tiefgläubig, solange du glaubst, du bist ein sterbliches Säugetier, hast du keine Überlebenschance. Das ist übrigens jetzt eine Seite. Das Verrückte ist, das Gegenteil der Fall. Ich lasse dich ewig als Säugetier leben. Ich lasse dich ewig ums Überleben kämpfen. Ich lasse dich ewig krank und gesund werden, solange bis du dich eines Geistreicheren besitzt. Das heißt, in dem Moment, wo du meine göttlichen Gebote hältst, gleichgültig, ob du jetzt Christ, ob du Moslem oder Jude bist, halten die meine Gebote? Jetzt ist schon mal die große Frage, können diese religiösen Menschen, die du dir jetzt ausdenkst, anders sein, wie du sie dir denkst? Was sind denn die jetzt eigentlich? Was sind jetzt die Christen, die Moslems und die Juden? Sie sind ein Gedanke, einfach nur ein Wort. Sie sind nur hundertprozentig sicher ein Wort, wo du jetzt eine Vorstellung in dir aufbaust. Aber halten die meine Gebote? Wir gehen einmal davon aus, die werden jetzt unabhängig von dir da außen. Wie sieht es denn aus mit dem zweiten Gebot? Mach dir kein Bild von irgendwas da droben im Himmel. So, und dann schließen wir das Ganze ab mit einer einfachen Erkenntnis. Das ist auch in der Abraham-Geschichte in Bezug auf den Lot. In der Geschichte heißt es dann hier, ich werde Sodom und Gomorra vernichten. Ich vernichte die jetzt. Jetzt kommt aber das Böse oder das Gute. Ich bin ja du. Ich lasse dir den Vortritt. Hast du schon die Größe, deine jetzige Welt komplett zu vernichten? Wie machst du das, indem du dir einfach nicht mehr denkst, indem du mir dein jetziges Leben, dein Haar, dein Programm schenkst und ich gebe dir ein vollkommen neues? Das geht nur mit Vertrauen. Und dann will der ja nicht, der sagt, du kannst doch nicht die ganzen Menschen jetzt umbringen, du bist ja böser Gott, da sind doch welche, die sind ja nicht alle böse. Dann kommt das Geschachere mit den 40, mit den 45. Wenn ich dir 40 bringe, sage ich, okay, bring mir 40, die meine Gebote. Ich reduziere meine Gebote auf ein allereinziges Gebot. Mach dir kein Bild von irgendwas da drum im Himmel oder da drunten auf der Erde. Und liebe deine Feinde, das lassen wir mal nebenher mitlaufen. Liebe deine Feinde. Lieben die, die demonstrieren ihre Feinde. Lieben die, die hetzen ihre Feinde. Jetzt hör dir nochmal im vorhergehenden Selbstgespräch den Hartmut Engler an, diesen gefallenen Engel, der auf der Bühne steht, hier Affen in meinem Kopf singt.
und auch singen, komm in mein Abenteuerland. Der Eintritt kostet dir den Verstand. Seine Texte, die er geschrieben hat, hat er die verstanden, die ich ihm eingegeben habe? Der sich dann hinstellt, jetzt ausgedachterweise, und sagt, wir sind ja nur Liebe, aber die Verrückten, das Internet ist zu mit lauter Hetzern und Rechtsradikalen. Der hat nur seine eigene Vorstellung von diesen Menschen und er wird auch stochastisch in seinem Internet nur Bilder sehen, die das bestätigen, was er glaubt. Bei dir ist es nicht, bei dir ist es nicht anders. Du siehst nur das, was du glauben willst. Ich habe das so eingerichtet. Also gut, da gibt es doch auch ein paar Gute. Ich sage, bring mir 40, die meine Gebote halten. Nur dieses Gebot, mach dir kein Bild von irgendwas da drüben im Himmel. Ich sage, da draußen. DR, öffne Berechnung ist außen. Sind deine Beschwörungen. Bring mir 40. Dann merkt ihr, das wird schwierig. Dann geht es runter auf 30, auf 10. Ich sage jetzt zu dir, Geistesfunk, und dann hören wir das letztendlich, hör mal auf. Hör mir jetzt auf. Oder hör mal auf den Schöpfer UB. Bring mir einen einzigen. Einen, den du dir jetzt ausdenkst. Nur einen einzigen Trockennasenaffen, der dieses Gebot hält. In deinem Traum. Den du träumst. Du wirst keinen finden. Was ist mit deinem Pfarrer? Du wirst keinen finden. Was soll dir das sagen? Wenn du der Erste bist. Wie oft erkläre ich die Sache mit dem Ersten? Der Erste glaubt nur an das, was er hier und jetzt sofort überprüfen kann, was er beschwören kann, ohne einen Meinheit zu schwören. So, und jetzt geh mal, raster mal dein ganzes Wissen, deinen ganzen Glauben durch, was du bis dato als hundertprozentig sicher angesehen hast. Kannst du es beschwören, ohne einen Meinheit zu schwören? Wie sieht's denn aus mit, ich wurde von meiner Mutter geboren? Du musst der Erste sein und wenn du der Erste bist, bist du ich. So beginnt unser Spiel und jetzt schließt sich der Kreis, dieser ewige Kreis und wir können jetzt in dieser Spirale eine Stufe höher dich in einem neuen Leben aufwachen lassen. Wenn du stirbst, stirbst du jetzt. Und das Verrückte ist, du wirst von einem Augenblick auf den anderen, wird alles komplett anders sein, ohne sich, dass sich oberflächlich betrachtet irgendwas verändert. Du wirst dich immer noch als denselben Brösel empfinden, du wirst immer noch dir dieselbe Welt um dich herum ausdenken. Das Einzige, was sich verändert hat, die ist jetzt jeden Moment bewusst, was jetzt da ist und du weißt, dass es nur deshalb da ist, weil du es denkst. Und dann kannst du den Film ganz gelassen weiterlaufen lassen und dann werde ich dich überraschen. Ich werde dich so unendlich überraschen, weil ich dann Sachen in dir auftauchen lasse, die deine jetzige Logik nicht hergibt. So, jetzt frage ich dich, vertraust du mir oder vertraust du mir nicht? Du hast es in der Hand. Das lassen wir jetzt einmal das letzte Selbstgespräch sein. Für einige Zeit. Also spiel noch eine Runde, Mensch.